dinner. Two fundamental. Es gibt zwei grundlegende Aspekte forces, oder Kräfte, acting within every human being. Die in jedem Menschen wirken. One is, die eine the force of ist die Kraft self-preservation. Der Selbsterhaltung. The instinct of self-preservation. Der Selbsterhaltungstrieb is constantly striving. Versucht ständig to build walls of protection around yourself. Schutzmauern um dich herum zu errichten. Und die Sehnsucht, grenzenlos zu werden, strebt ständig danach, dich über die Grenzen hinauszutreiben, in denen du existierst. Es sind diese beiden, die eine Vielzahl von Ausdrucksformen finden. Entweder in Form von Ansammlung oder in Form jeder Art von Verlangen, das man hervorbringen kann. Das ist im Wesentlichen das Spiel dieser beiden Kräfte. Sobald man den Fehler macht, sich mit etwas Begrenztem zu identifizieren, gewinnt der Selbsterhaltungstrieb haushoch bis zu einem Punkt, an dem es fast so aussieht, als ob die andere Kraft gar nicht existiert. Das Streben nach Erfolg im eigenen Sadhana besteht also darin, dass alles Sadhana im Wesentlichen darauf abzielt, die Grenzen auszuweiten und die Grenzen der eigenen Energie zu durchbrechen. Wenn deine Energien danach streben, grenzenlos zu werden, wenn du dich hingegen mit deinen Gedanken und Gefühlen, mit begrenzten Dingen um dich herum identifizierst, dann wirst du ein unnötiges Gerangel zwischen den beiden Kräften erzeugen. Das Geheimnis des Erfolgs liegt darin, dass diese beiden eins werden sollten. Solange diese beiden Dinge nicht eins werden, hast du nicht genug Energie, um die Begrenztheit der gegenwärtigen Dimension zu durchbrechen, um die Grenzen der gegenwärtigen Dimension zu durchbrechen. Denn was immer du jetzt hast, ist gespalten. Es versucht, dich in zwei verschiedene Richtungen zu zerren. Es wird zu einer Reise, einen Schritt vorwärts, einen Schritt rückwärts, einen Schritt vorwärts, einen Schritt rückwärts. Wenn du einen Schritt vorwärts und einen Schritt rückwärts machst, ist es ganz klar, dass du nicht vorhast, irgendwo hinzugehen. Vielleicht ist es ein gutes Training. But you're not intending to go anywhere. Aber du hast nicht die Absicht, irgendwo hinzugehen. Sobald du dich mit den Begrenzungen deines eigenen Körpers identifizierst, mit dem, was man als erweiterten Körper bezeichnet, Erweiterungen wie Familie, Haus, es ist nicht so, dass du sie nicht haben solltest. Einen Körper zu haben und sich mit ihm zu identifizieren, ist nicht dasselbe. Ebenso ist es etwas ganz anderes, eine Familie zu haben oder sich mit ihr zu identifizieren. Wenn du dich einmal damit identifiziert hast, arbeitet dein ganzes System natürlich darauf hin, eine Mauer um diese Identität zu errichten, die es einem nicht erlaubt, sich auszudehnen oder die Barrieren seines gegenwärtigen Daseins zu durchbrechen. Shankara lamentiert. Kate kanta danagat chinta, which means, once you're identified. Was bedeutet, dass du, wenn du dich erst einmal mit deinen Familienbeziehungen identifiziert hast,
natürlich nur noch an Geld und Eigentum denken kannst und an dieses und jenes. Du kannst an nichts anderes mehr denken. Gib dir nicht das Motto, oh ja, ich bin nur wegen meiner Familie so geworden. Nein, du bist nicht wegen deiner Familie so geworden. Weil du so bist, ist deine Familie so geworden, wie sie ist. Sieh es nicht andersherum. Es ist die Art und Weise, wie du dich mit ihr identifizierst, dass bestimmte Dinge geschehen. Außerhalb von uns gibt es kein Hindernis. Es liegt an uns, wie wir es halten. Die Art und Weise, wie wir das Außen in uns selbst tragen, das ist das Hindernis. Wenn deine Energien aufgeteilt sind, wenn du einerseits versuchst, Mauern zu bauen und andererseits versuchst, Mauern zu durchbrechen, ist das ein Gerangel, eine verschwendete Art zu leben. Wenn du alles dem Bau von Mauern widmest, kannst du zumindest eine große Mauer in Indien errichten. Entschuldigung, die Chinesen haben die größte Mauer, glaube ich. Oder wenn du all deine Energie darauf verwendest, Grenzen zu durchbrechen, wird das definitiv geschehen. Es gibt alte Barrieren, Mauern, die anderswo gebaut wurden, die möglicherweise etwas Zeit brauchen, um zu fallen. Aber das Wichtige ist, dass du keine neuen Mauern baust. Alte Mauern kann man zum Zerfallen bringen. Das Problem sind jedoch die neuen Mauern, die jeden Tag hochgezogen werden. Das ist nichts, was du bewusst tun musst. Wenn du eine bestimmte Identität hast, richtet alles in dir Mauern auf. Es kann nicht anders sein. Sadhana trägt dich also auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn dein Geist an begrenzte Dinge gebunden ist, erzeugst du unnötigerweise eine Spannung im System. Das ist also sehr wichtig. Es ist, als hättest du dein Boot festgebunden und du ruderst kräftig. Das ist wieder gutes Training. Aber du gelangst nirgendwo hin. Wenn du das Boot losbindest, auch wenn du nicht ruderst, dann bewegst du dich immerhin langsam mit dem Tempo des Flusses. Eine spirituelle Reise muss nicht mühevoll sein. Sie muss nur sinnvoll sein. Um ein Gespür zu bekommen, mag es manchmal mühevoll sein. Es muss nicht, kann aber.